So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Heute Abend 18 Uhr ist auch nochmal die Raid-Stunde mit Giratina in der Urform. Ihr könnt unterwegs sein und raiden und mich einladen, wenn ihr mit mir befreundet seid. Ich bin mal gespannt. Ich krieg noch ein paar XL-Bonbons, denke ich mal. Letzte Woche habe ich auch jedes gefangen. Mal gucken, ob noch ein Shiny dabei ist. Vielleicht sogar noch ein 100er. Ich denke mal, wenn Giratina weg ist, kann ich noch ein 100er maxen. Vielleicht von einer anderen Form. Ich habe ja beide schon auf Level 50. Mittwoch aber mein Lieblingstag. Raid Mania, mein Lieblingsformat. Heute Abend auch Raw, also Wrestling. Und für euch jetzt Raid am Mittwoch mit euren Highlights aus der Community. Wir wollen nicht lange schnacken, wir fangen direkt an. Und wenn ihr was habt, was ihr mir schicken wollt, was ihr einsenden wollt, schickt mir das in Telegram, Links in der Beschreibung. Jetzt aber angefangen mit den Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Lennart. Da brütet man die 10er Eier weg für die 7er und bekommt das 100% Galapafloss. Glückwunsch, auf jeden Fall ein cooles Pokémon. Fehlt mir noch in Shiny zweimal für die Familie. Schäfe, 100er Wuffels, wohl auch gebrütet, auch richtig genial und selten. Gibt's ja noch nicht wild. Kannst du nur aus Eiern bekommen oder damals aus Raids. Raid Dot. Der fängt gut an, das könnte sogar schon ein Schocker der Woche sein, denn der hat hier 4 Sterne Giratina, nicht nur ein normales vom 20.10., also normal 100, sondern auch ein Shiny 100% bebeinendes Giratina, ein Schundo vom 23.10. Das ist auf jeden Fall stark, aus dem Raid einfach so ein Schundo zu bekommen. Brainy Stender, hier mit einem Shiny Felino, Simply Camora, also die Mary, mit einem Shiny FM, Simply Camora, auch heute 100% Zwirrlicht, plus ein Shiny Irbis, kratzt die sich am Kopf oder was macht die da? Dann Shenaya, danke für die Raids, Ed Ramses, ne? Ein 100% Gengar mit Schreckenskostüm, sonst was. Im Halloween-Event gab es da jetzt wieder neue Verkleidung für Gengar. Das hat hier diesen super genialen Hut aufgehabt. Wir haben am Donnerstag Gengar-Raids für Zuschauer gemacht. Ich habe mich selber auch an jedem Ding mit eingeladen, war auf der Suche nach dem Shiny, habe so lange gestreamt, bis ich das Shiny hatte. Währenddessen hat Shenaya aus den Einladungen ein 100% bekommen. Auch auf jeden Fall selten jetzt ein 100er mit diesem Hut zu haben. Außerdem hat sie sich ein Shiny Vulpix gegönnt. Hier sieht man dann die Ausbeute auf dem Samyang Nudel Account. Der hat einfach nur noch Gengar gehabt im Beutel und das allerletzte, genau beim letzten Platz im Beutel bei 2200 Pokémon, hat er dann das Shiny Gengar mit Hut bekommen. Habe ich mir natürlich rübergetauscht für die Sammlung, ist jetzt voll. Pennerbeutel, Glücksfreund geworden. Dann auch auf dem Samyang habe ich den Abenteuerrauch gemacht, habe ein Galazapdos gesehen, Level 1, WP 45, das ist direkt drin geblieben, sehr genial. Und das nächste Pokémon, was gespawnt ist, war auch ein Galazapdos, aber leider mit 1975, deswegen ist das auch geflohen. Hier seht ihr das, es gibt ja viele Leute, wie zum Beispiel den Pennerbeutel, die sammeln Legendäre auf Level 1 und wollen die unbedingt als Glückslegendäre auf Level 1 haben. Hat er schon gleich Auge gemacht und gesagt, yo, das will ich haben, richtig genial, aber er ist ja nicht mal mit dem Account befreundet. Benjamin hat wieder Duos gemacht, Duo gegen Dunkelklaue Unheilböen, ohne Wetterboost, 47 Sekunden, Duo gegen Dunkelklaue Spukball, ohne Wetterboost, 16 Sekunden, Duo gegen Drachenrute Drachenpuls, ohne Wetterboost, 16 Sekunden. Also Benjamin hat alle möglichen Attackenkombinationen wieder mal ausprobiert, die der Raid Boss haben kann und alles im Duo gemacht. Der setzt sich immer diese Challenges, genauso wie Lennart, finde ich immer noch genial, was sie hier immer machen. Möchte ja auch unbedingt Schlinking, wenn der dann kommt im November, solo probieren. Mal schauen, ob er es schafft, mal gucken, wie es ausschaut. Cumulus, aus einem 7er Ei gebrütet, Shiny Galamakabaya, Cumulus XL Version auf dem kleinen Account, ein Shiny Irbis. Das ist auch ein Ding. Ich habe alle Shiny Irbis gekriegt in jeden Größen, aber den größten habe ich nicht. Beim größten muss bei euch im Beutel XXL dran stehen und sieht eben dort als extra large oder sonst was aus, wenn ihr im Pokédex seid. Der sieht ja gar nicht so groß aus, aber in eurem Beutel ist er auf jeden Fall bedeutend größer. Das Ding ist also mega selten.
Wer ein Shiny Irbis in der größten Form hat, könnt ihr im Pokédex nachsehen. Der hat auf jeden Fall ein richtig seltenes, vor allem kostümiertes Halloween-Shiny-Event-Pokémon bekommen. Dann haben wir hier Chilboris aus dem Abenteuerrauch, ein Shiny Sengo, so geil. Und dann auch noch das Größte, hat auch ein großes, fettes Teil bekommen. Jetzt hat er es nicht mehr, da hat es nämlich an mich abgegeben. Er hat dafür ein Shiny Corazon bekommen, aber danke dafür. Ich habe auch gesagt, du kriegst auch wieder ein Shiny Kürbis, nur halt in einer anderen Größe, weil das ist der einzigste Shiny Kürbis, den er hatte. Er kriegt also nicht nur ein Shiny Pokémon als Austausch gegen sein Shiny Pokémon, er kriegt sogar noch dasselbe Shiny, was er mir gegeben hat, wieder zurück, nur in einer anderen Größe, damit er das trotzdem hat in seinem Beutel drin und nicht ohne dasteht. So, dann Eiskorb Jens, Shiny Pikachu im Halloween-Kostüm mitgenommen. Wenn man zwei Pikachu mit 3004 Plus und 38 Plus zum Auswechseln hat, und dann noch passend als Pikachu Geist. Ich freue mich immer auf die Go Battle League, die sieht so toll aus. Lennart, zwei Shinies aus einem Raid. Ich habe nur eins mit reingenommen. Drittes hat er auch noch gehabt. Blend mal weg. Pokehunter hier für Raider Mittwoch. Das 100er Giratina ist aus dem Stream. Und natürlich gleich gemaxt, denn auch mit Giratina haben wir Raids für Zuschauer gemacht. Da gab es wieder Shinies für viele, da gab es 100er für viele. Er hat seins gleich gemaxt. Ansonsten habt ihr, also was habt ihr überhaupt? Schlurp, Traunfugil, Schuppet, Irbis, Fragoso. Das sind die Shinies. 100er, Makabaya. Giratina zur Ruhe mit 0%. Die Highlights habe ich hier nochmal eingeblendet. Also 100er Gandamakabaya, 0% zur Ruhe. Und hier das 100% Giratina aus Höchberg, Bayern. Das ist doch genial. Hat er gleich gemaxt. Meisterliga Best Buddy Double Move. Dann Lukas, das nächste Giratina Shiny mit Beinen. Und aus der Feldforschung ein Alola Shiny Knogger. Aluhut, auch Shiny Irbis mitgenommen. Shiny Zubat. Ninkada Shiny, Makabaya Shiny, Nidoran Shiny. Noch auf der Suche, um die Familie voll zu machen. Da fehlt noch eins. Ihr habt am Tag der Toten, am Dia de Muertos, was noch läuft bis heute Abend 20 Uhr. Gestern 10 Uhr bis heute Abend 20 Uhr, Tag der Toten, Mexiko Event, aber weltweit spawnen natürlich diese Zwirrlicht mit Blüten, Krone und dann könnt ihr da euch die Familie voll machen, genau. Luigi Sarada, auch 100%, Makabaya. Dann Koselinchen, Shiny Pantimimi, hier Shiny Irbis. 100% Glücksirbis, der große Fette, guckt mal wie groß der im Beutel aussieht. Das ist XXL, das ist ein Prachtkerl, der sieht am besten aus. Sarina, Shiny Zwirrlicht, 100% Zwirrlicht. 100% Henry und natürlich als Highlight, kommen wir gleich noch dazu, Shiny Ninja Tom aus dem Feldforschungsdurchbruch hat sie auch hier noch bekommen, genauso wie Shiny Finneon. 100% Incognito aus Essen steht da einfach nur noch da, das sieht gut aus, aber das auch, diesmal hat sie drauf geachtet, 100% Gengar, auch mit dem super Halloween-Hut, auch mega selten, auf 50 gezogen, genial. Eiskorpions Rampenlichtstunde hat sich gelohnt, auch hier Zwirrlicht Shiny mit Blume, mit Kranz, mit Krone. Ich muss sagen, diese Blüten sehen auf jeden Fall richtig cool aus, so richtig echt, so 3D-mäßig und dann auch noch so orange. Kaiser Kai, endlich wieder was Gutes im Abenteuerrauch, Shiny Fleckmon, mein zweites, Familie komplett, Shiny Karamburgs, mein erstes Krypto-Shiny, Lubanda, Lunastadt, Württemberg. Kaiser Kai nochmal, mein zweites, Familie komplett, Makabaya. Kaiser Kai zeigt uns hier also beide voll, 933 und 420, muss er noch entwickeln. Tiso zeigt uns Makabaya aus der Forschung und das Galle Makabaya aus einem Ei. Der Unterschied, so sieht das aus. Oh, die pennt schon wieder. Das ist drüben auf dem Sofa eingeschlafen, ich gehe rüber, jetzt liegt er hier und schläft einfach weiter. Shinaya hier mit einem Shiny Funfi, Shiny Fullpix nochmal, Shiny Plinfa aus der Forschung, Shiny Giratina, ein Kusilla Baby im Abenteuerrauch. War natürlich zur Ruhe, aber findet man sehr lustig. Was habt ihr für Buddies gehabt? Kaum einer hat mir was geschickt, irgendwelche coolen Bilder oder wie auf der Map plötzlich 20 Mewtwo sitzen oder sowas. Shiny Familie voll hier, also Vulpix, zwei Stück gefangen. Das dritte 100er, das habe ich als Apollo gefangen und direkt entwickelt, schon wieder ein Gengar. Zieh die alle hoch, oder auch nicht, eigentlich reicht ja eins. Nochmal Shinaya hat hier ein 100er Kamaub erlöst. Chevy Art, Düsseldorf, 100% Giratina ohne Wetterboost.
und 100% Giratina mit Wetterboost. 28. und 31. auch Düsseldorf geht richtig ab. Gute Sache. Zweimal das bebeinte, fliegende, ohne Beine, mit aber Flügeln dran. So muss das sein. 107 Raids hat er dafür gebraucht, um jetzt 200er zu haben, aber hat immer noch keinen Shiny. Das ist verdammtes Glück und Pech in einem, aber trotzdem, an das Shiny zu kommen, ist eigentlich viel leichter als an das 100er zu kommen. Freu dich lieber über die 200er. Du kannst ja ein Shiny so einfach von jemandem rübertauschen und das war's. Ein 100er rüber zu tauschen, brauchst du so viele Versuche, dass da wirklich ein 100er dabei rauskommt. Raike, gerade eben gefangen als Krypto, hatte noch kein 100er, auch hier erlöst, 100er Magma. Was für Mittwoch, Robert ein 100er, 100% zur Ruhe. Dann hat er uns was geschickt, was Einzigartiges, vielleicht Schocker der Woche. Hat er gemeint, vielleicht, der hat 3 Shiny Giratina bekommen in 4 Tagen nacheinander, also dazwischen war ein Tag nix, dann wieder doch, 3 Raids, 3 Shiny Giratina und alle mit der gleichen WP, 2073. Das ist auf jeden Fall sehr interessant, aber ich habe was anderes gewählt, Eigentlich ist das schon wirklich genial, aber trotzdem. Itch2Domo, knapp fast 100er Shiny Pandir bekommen. Auf dem Weg zum Best Buddy Level 50 und Mega Level 3. Die Susanne sehen wir hier. Dann haben wir hier noch so, saß bei uns im Garten. 100er Nebulag, dann der Rübezahl. Immer noch Itch2Domo, Best Buddy Level 50 endlich fertig. Ein 98er Shiny Eviltal als Best Buddy Level 50. Steht ja auch da. Dann nochmal der 100er Zwirlicht. 100er Makabaya, Lukas, die Giratina waren back to back, also 2 Shinies nacheinander. Habe mich sehr darüber gefreut, da es mein erstes Lecce Shiny 98 war. Hat er hier also den 98er, hier den 96er. Hat insgesamt 3, 2 davon, 1 davon. Aber jetzt, was richtig genial ist, er hat bei 34 Xeneas Raids auch einfach direkt 200er bekommen. Und das ist auch eine richtig krasse Ausbeute. Bei gerade mal so wenig. Andere machen 340 und haben nicht mal 1. Er hat 34 und hat 2. Von Raven bekommen, Net Ghost. Hier, Kürbis. Ihr seht es ja, es ist Lucky, es ist Shiny, es ist 100, es ist alles. Aber der Kürbis ist klein und total hässlich mit diesem Hintergrund. Mache ich schnell weg. Der ist genauso hässlich, obwohl, das sieht der schon besser aus, weil der dunkler ist. Anna Rotten Roxy. Gut, ich nehme alles zurück. Das war gar nicht mehr Net Ghost. Der sieht richtig schön aus. Ne, eigentlich habe ich gerade gesagt, der ist besser. Das ist auf jeden Fall nochmal das gleiche, nur nicht als Shiny, aber trotzdem Glücks-100er. Also Lundo und hier Schlundo. Und Raven und Irbis und alles zusammen. Alexander Ahringer, endlich Shiny Galamakabaya aus dem Raid. Hätte ich niemals geradet, das Ding. Endlich das Shiny mit der neuen Attacke. Pokémon Go. Heißt die Attacke so oder was? Oder was spielen wir hier? Shiny Giratina hier noch. Hümmelchen heißt jetzt Saski 1310. Hat hier auch 100er Gengar bekommen mit dem Hut. Margo FedEx 100er Giratina. Jiddelsen Dittenfen 100er Schubbet. Dann Elke Kaiser, die hat mir komische Nachrichten geschickt. Letzte Woche Donnerstag war am Stop neben unserem Hausarzt die Kaberdorf Forschung. Wahrscheinlich neben dem Hausarzt oder neben dem Haus? Das meines Mannes wurde ein 100er, wie man sehen kann. Meins hat 114, war ein 96er. Also der Mann hat das 100er bekommen mit 117. Abends habe ich andere Ausfeldforschungen getauscht. Raus kam das hier, auch ein 100er. Jetzt aber als Lucky. Dann gab es noch hier ein 100er Echner Toll, ein 100er Irbis. Klar, auch wieder XS, ich glaube, das sind die, die am meisten vertreten waren. Auch wieder Glücks-100er, FM-100er hier gebrütet. Vulpix, Shiny und dann hier nochmal Shiny Makabaya bei Annika Vogt. Shiny Girafarik, 100er Paragoni Glücks, Shiny Magnetilo, Shiny Makabaya Galar aus der Forschung. Und dann Shiny Makabaya Galar aus, pass auf, aus dem Ei gebrütet, das sieht man ungefähr hier, außerdem, das ist Level 15, deswegen ist der Bogen oben so knapp über der Mitte, das ist Level 20, 5 Level mehr, da ist er immer so bei 3 Viertel angelangt. Außerdem sehe ich gerade, das kommt aus Coburg-Bayern, das heißt, das Ei war bestimmt von mir aus, du hast noch andere Freunde da. Annika, weiter mit dem Iskala in 100%, das habe ich gestern bei Schild in Shiny gefunden, random. Dann hier noch ein Shiny Zubat, Benjamin, auch 2 Giratina, Shiny mitgenommen, werden immer besser, 2 Sterne, 3 Sterne, Timo Rüger hier mit dem Shiny Uaf, Nia,
Silvio hier mit dem Megant. Megant nennen wir es einfach jetzt, also die Banette hier, Mega Banette, dann machen draus. Dann Absol Shiny, Giratina Shiny, Henry Nicky Juhu Shiny Irbis, nochmal Shiny Irbis, aber größer wahrscheinlich. Vielen Dank, Giratina Shiny. Nach 121 Eiern ist das Shiny da. Was hat der Henry für eine Ausdauer und für Kohle? Rampenlichtstunde, auch Shiny Zwirlicht mitgenommen. Brainy hier, dem Schocker der Woche, guckt euch das an. Ist ein männliches, kannst du nicht entwickeln, aber 100% Molung, auf jeden Fall sehr selten, gibt es ja auch nur aus Eiern. Julian Eisenschiss Stein, oh mein Gott, ah, wo rennt der denn immer rum? War bestimmt eine Fanrate-Einladung. Wo bist du eigentlich? Wir vermissen dich im Stream oder bist du gesperrt? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall auch 100er Giratina mitgenommen plus Shiny Gengar. Er kriegt halt einfach alles. Ne? Mehr Glück wieder mal. Aber ich gönne ihm das. Oder die Hannes sagt, ich vergönn's ihm. Genau. Simply Camora jetzt hier in den letzten 7 Tagen. 4 Sterne Dinger. Zwirrlicht, Makabaya, Pam 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 Pam. Genial. Richtig genial. Richtig selten. Gönn dir Pam Pam. Dann Shinies. In den letzten 4 Tagen, das waren 7 Tage, das waren 4 Tage, Zubat, Irbis, FM, Braunfugel, Nebulak, Elekid. Elekid richtig genial, FM auch richtig genial. Master Gossi gerade in der Rage-Stunde bekommen, hat sich echt gelohnt. 98, Shiny Giratina, Balu nochmal mit dem 100% Zwirrlicht im Dia de Muertos Outfit auf Level 1 mit WP10. Auf jeden Fall aufheben, auch sehr genial. Feuerwehrfra, Shiny Roselia, dann 2 Zwirrlicht mit 100%. Das eine so, das andere anders. Jetzt habe ich es mir nicht gemerkt, was sie noch dazu geschrieben hat. Aber hier seht ihr es nochmal groß aus Waldbronn. So, Adrian. Deswegen nehme ich eigentlich keine Sachen von Instagram. Sie macht's richtig. Sie schreibt auf das Bild ihren Namen. Hier hätte ich nur das Bild gehabt, ohne zu wissen, wer. Also habe ich so abfotografiert. So seht ihr eigentlich gar nichts von dem Bild, aber wisst, dass Adrian was geschickt hat. 100% Galapagabaya. Und dann haben wir hier noch, das ist jetzt aber Schocker der Woche. Guckt ihr das an. Naneliti an dich. 100% Shiny. Glücks. Ibetal. Bacon, aber ich finde das total hässlich. Guck mal, das Ibetal ist so dünn und schlaksig und baconartig und hell, dass dieser Hintergrund so furchtbar aussieht. Herzlichen Glückwunsch zu dem 100er Shiny, dass das günstig zum Hochziehen ist und nützliches Pokémon, aber ich finde das Bild trotzdem mega hässlich, aber ist cool. Mega hässlich, aber cool. Und deshalb kommt jetzt der Schocker der Woche, wo ihr sagt, das ist viel cooler. Aber ich habe mir was anderes rausgesucht. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von Haltet euch fest. Das ist Daniel Schilling und das ist der Schocker der Woche vom Heiko Kurowski. Das fand ich richtig cool. Da seht ihr genau den Unterschied. Ihr habt dieses eklige Ibetal Shiny mit dem Lucky Hintergrund. Richtig hässliches Foto. Und dann habt ihr dieses Shiny 100er Glücks Relaxo mit Partyhut vom GoFest. Es wird immer seltener. Und schaut euch doch mal diese schöne Farbe an von dem Shiny und wie dieser Hintergrund plötzlich so passend dazu und edel und genial wirkt. Das ist ein fettes Pokémon, so muss das aussehen. Dünne, schlaksige Pokémon kann ich mir nicht geben, deswegen Relaxo mit Shiny Glücks Hintergrund plus Hut 100% ist für mich einfach genial, weil der vereint alles plus noch ein paar die Hude nur vorübergehen und ja, hat mir an sich am besten gefallen. Ansonsten war es das jetzt eigentlich von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Four out, euer Ramses. Ich hoffe, ihr seid noch unterwegs heute Abend in der Rage-Stunde 18 bis 19 Uhr. Ladet ein für Giratina. Die, die mit mir befreundet sind, können mich einladen. Wenn ich sehe, wenn es passt, dann nehme ich das an, mach mit. In der Rage-Stunde ziehe ich ja immer durch. Außerdem ist neuer Monat. Das heißt, die Liste ist resettet in der Raid Mania. Jeder kann wieder Punkte sammeln von null an. Es gibt, mal gucken, wer der Erste ist, der den ersten Punkt diesen Monat bekommt. Mal gucken, wer nach der Stunde Raid Mania die meisten Punkte heute geholt hat. Ob alle nur einen Punkt haben, ob es einen gibt mit 5 Punkten, ob es einen gibt mit 2 Punkten und alle einen. Das ist auf jeden Fall wieder sehr spannend. Jetzt zeige ich euch nochmal den Adi zum Schluss und dann sage ich Peace out, Vorhaut, euer Ramses. So, wenn wir das nämlich hier runternehmen und hier hin zeigen, da sehen wir schon, da liegt der Adi und tut seine Augen zusammenknödeln. Adi, warte mal, hier ist noch so ein Ding.
willst du noch was sagen? Du bist ja in letzter Zeit bei den Unboxing-Videos immer so rar. Da sieht man dich ja gar nicht mehr. Willst du hier noch was sagen? Außerdem habe ich gerade den Pullover da hingelegt, weil ich das Hemd angezogen habe. Jetzt legst du dich da drauf. Da ist dann wieder alles voll mit Haaren, aber das ist doch schön. So habe ich dich immer bei mir. Meine kleine Wurst. Guck dir die kleine Wurst an. Adi, Schatz. So, peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Ja, ist sehr beeindruckend, ne? Sehr beeindruckt, Adi. Adi, Schatz. Da hätte der Schwanz fast gezuckt.